Die Amstettner Eishockey-Cragswölfe veranstalten am 8. Oktober von 14.30 Uhr bis 17 Uhr einen Eislauftag. Alle, die sich fürs Eislaufen oder Eishockey interessieren, sind unabhängig vom Alter in der Amstettner Eishalle herzlich willkommen, um den Eissport auszuprobieren. Eine Nummer zu groß war den Amstettner Fußballherren der LASK Linz. Bei der Begegnung in Linz fertigte der Bundesligist die Mostviertler mit einem 4:1 in der ersten Halbzeit und einem Endstand von 9:2 ab. Das nächste Heimspiel ist am 7. Oktober. Die Amstettner Basketballmannschaft Falcons spielt erstmals in der niederösterreichischen Landesliga mit. Der neue Präsident Martin Stix engagierte den Amerikaner Mike Kress als Trainer. Er soll die Falcons zum Erfolg führen, auch dank einiger guter Spieler, die er mitgebracht hat.